Hä? Sind die nur dreimal stapelbar? Ja. Okay. Das heißt, die restlichen gehen in die Tranktasche. Was voll Sinn macht. Ich tu's. Sag, was du von mir willst. Ist etwas so schnell ich kann. Höre. Kann ich überhaupt kein Problem. Was? Mit Vergnügen. Ah ja, okay, da geht's dann weiter. Im Schattenverstecken ist gelungen. Und das hier sind nur Echsenmenschen. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Was ist, wenn es sein muss. Befehl? Mögen die Götter gnädig sein. Ich kann die Gewalt nicht mehr. Ich bin ein Schwert in deinem Blut. Gut. Es soll geschehen. Und ja, Geld, selbst wenn es Kleinbeträge sind, nehme ich gerne mit. Ist das alles? Einfach. Als Geld ist. Und ihr seht, worauf ich hinaus will. Wir sind jetzt gerade in meinem zweiten Akt angekommen und der Dungeon hier hat es schon recht in sich. Also gerade die Bombardierkäfer und so. Okay, hier ist der Echsenmenschenkönig. Für diese Echsen bin ich bestimmt ein leckeres Fresschen, okay. Ja, weiter! Das heißt, der König ist noch nicht auf uns aufmerksam geworden. Sag, was du... In Ordnung! Auf in den Sieg! Ich eine Klinge! Ich kann am besten zu Diensten sein. Kann ich helfen? So, wirke ein Gebet. Wie kann ich helfen? Jawohl! Ihr greift weiter an. Und du hau weiter auf den Schamanen und du schießt auf den Schamanen. Dein Befehl? Immer bereit! Du wirf den mal was. Magnus, wie möglich. Ja, einverstanden. Gut. Brauchst du mich? Du halt dich mal selber. Vita. Sag, was du motiviert. Es soll geschehen. So, dann gucken wir mal hier oben. Mein Mann braucht mich. Wir können uns genauso gut hinlegen und sterben. Immer hat er Beschützer uns, wenn
du das nicht kannst, hilf uns wenigstens, das kommende Leiden auszuhalten. Ich will den Monstern aufs Auge hauen. Aha. Wenn Leute sterben, werden sie Skelette. Ich werde ein Skelett. Wenigstens werden wir es warm haben, wenn wir sterben. Ich wünschte, Eginia wäre hier. Sie würde uns beistehen. Was? Wenn es dein Wunsch ist. Wie kann ich vorwärts? Was ist los? Mit Vergnügen. So, gibt's hier noch mehr Hexenmenschen? Nee, sieht nicht danach aus. Nur gefangene Dorfbewohner und... Ist das der Weg weiter? When people die, they turn into skeletons. Oh, da ist was Englisches reingeraten. Ich hab Hunger, ich hab Durst. Wenigstens, wenn wir es warm haben, wenn wir sterben, ja. Also eigentlich könnt ihr jetzt alle fliehen. Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe gesagt, wir werden wahrscheinlich von Echsenmenschen entführt. Hat irgendwer auf mich gehört? Nein. Mit ihr müsst diese Echsen-Dinger davon abhalten, uns zu fressen. Ich habe solchen Hunger, ich könnte mich selbst essen. Hä? Das wäre natürlich nur ein Witz. Die spinnen wohl, diese Echsenmenschen. Sei doch still, Earl. Nein, bitte sofort. Ja, das heißt... Wahrscheinlich, wenn ich die Dorfbewohner retten will, muss ich den Echsenkönig erschlagen. Woran hast du gedacht? Wenn es dein Wunsch ist? Ja, in Ordnung. Ich höre, so soll es geschehen. Gucken wir erstmal, was er da oben überhaupt hat. Ja, grundsätzlich geht seine Armee. Er hat zwei Schamanen. Jede Menge Echsenmenschen selber und vier Zehe-Echsenmenschen, wie ich richtig gesehen habe. Sag was sofort! Vielleicht können wir auch mit ihm verhandeln. Mensch, was tut ihr? Höhle gehört Echsenkönig Lispen, mir. Sie gehört dem Echsenkönig, ja. Wie kam sie in euren Besitz? Diese Höhle wird gleich totem Echsenkönig gehören, wenn du mir nicht sagst, was dein Volk hier macht. Habt ihr die Dorfbewohner aus dem Tal entführt? Du hast die Gemeinsprache gelernt, du hüllenloser Wilder. Ich habe idiotische Goblins besser sprechen hören als dich. Ach hey, ich wusste nicht, dass... Es ist eure Höhle. Sie geht sofort wieder. Lebt wohl. Habt ihr die Dorfbewohner aus dem Tal entführt? Wir nehmen einige für Xunomai, andere nehmen für Essen. Das Dorf, ihr fresst die Dorfbewohner. Was für Monster seid ihr? Nun, das verstehe ich. Menschliches Fleisch ist ja auch sehr schmackhaft. Wer ist sie? Ist sie eure Königin? Also Xunomai. Hm, interessant. Nun, viel Vergnügen mit diesen Dorfleuten. Ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Nehmen wir das. Xunomai nicht unsere Königin. Sie Königin der Schlangen. Echsenkönig machen Xunomais Aufgaben zu holen. Essen für sein Volk. Dorf gibt uns Essen. Wir sind dem Echsenkönig von Drachenauge begegnet. Er meinte, dass ihm die oberen Höhlen des Vulkans gehören. Außerdem sagte er, dass er dorthin von einer gewissen Xunomai gebracht worden sei. Anscheinend tun die Echsenmenschen alles, was Xunomai befiehlt, um ihr Volk zu ernähren. Sie verschleppen die Dorfbewohner, um sie zu fressen und für Xunomai. Das Dorf hier frisst die Dorfbewohner?
Echsenvolk hungern. Echsenkönig muss richtig handeln und Xonomai dienen, um sein Volk zu helfen. Ihr Stören kann das nicht zulassen. Wie kann es soll geschehen? Ja, da kommt der Echsenkönig. Dein Befehl? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Wie lautet deine Aufgabe? Okay, Echsenkönig stark. Ich werde tun, was ich kann. Ich bin hier. Es soll geschehen. Habe ich noch Hand auflegen? Ja. Oh, und jetzt sind meine Leute festgehalten. Das ist noch weniger schön. Kann ich helfen? Okay. Was? Ist das alles? Wie kann ich sofort? Ja, sie gehört dem Echsenkönig. Ja, wie kann sie noch Besitz? Xonomai bringt uns hier. Wer ist hier eure Königin? Das Dorf, ihr fresst die Dorfbewohner? Ja, okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Zu neuen Taten. Jawohl! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Au! Na, das ging aber schnell. Au. Okay. Wie kann ich helfen? Was? Wenn es dein Wunsch dein Befehl? Ist? Ist etwas nicht in Ordnung? Dann ruf du schon mal deine Untoten. Vita Mortis. Dann haben wir das schon mal. Ja. Okay, da kommt der Echsenkönig wieder. Kann ich helfen? Kann ich da helfen? Da ist der Echsenkönig. Sag, was du von mir willst. Brauchst du mich? Göttliche Wie Macht. Kann ich helfen? Hab ich noch was, was uns hilft? Böses zerschlagen? Nein, geht nicht. Okay, Skelett schwer verwundet, damit kann ich leben. Ja. Du heil dich mal. Auf dich gewirkt, zum Schweigen gebracht. Ne, nicht so toll.
ihr mal auf die starken Menschen, die normalen schalten, mit uns fertig zu werden. Ich wäre froh, wenn die beiden nicht mehr festgehalten wären. Worte und Taten deutlicher sprechen als Worte. Das heißt, alle auf den Zehen. Es soll geschehen. Ja. Sofort. Hast du was Besonderes dabei? Nein, nur eine Menge Geld.